Hallo, in diesem Video möchte ich den Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene bestimmen. Wir haben ähnliche Videos gehabt, aber ich habe gemerkt, dass wir diese Form nicht gehabt haben. Deswegen habe ich mich entschieden, dieses Video so ein bisschen später aufzunehmen. So, wir haben eine Gerade, die Gerade G. Die Geradengleichung ist da von G und die Ebene E in Koordinat, in Parameterform, weil wir zwei Parameter R und S in der Ebenengleichung haben. Das kann aber auch sein, dass die Ebene in Koordinatenform, in dieser Form angegeben ist. Wir werden beide Varianten bearbeiten. Schnittpunkt, was bedeutet Schnittpunkt? Wenn ich zwei Funktionen habe, zum Beispiel y ist gleich x plus 1 und y ist gleich 2x plus 3. Wenn ich den Schnittpunkt dieser Funktionen bestimmen möchte, setze ich die Funktionen gleich. Zum Beispiel y gleich y, also x plus 1 gleich 2x plus 3. Und mache ich hier zum Beispiel minus 2x, dann habe ich x minus 2x plus 1 gleich 3. Und mache ich minus 1, dann habe ich minus x gleich 3 minus 1, minus x gleich 2 geteilt durch minus 1, also x gleich 2. X ist gleich 2, setze ich in eine der Funktionen ein, zum Beispiel hier, x gleich 2, dann y ist gleich 2 plus 1. Dann gleich 3. Das heißt, Schnittpunkt mit den Koordinaten 2 und 3. So einfach ist es. Und wenn wir diese Form haben, diese Gleichung haben, setzen wir genauso x-Vektor gleich x-Vektor. Das heißt, x-Vektor ist in diesem Fall wie y. So, ich setze x-Vektor gleich x-Vektor. Wichtig ist, dass wir zuerst die Ebenengleichung hinschreiben. Hier die Ebenengleichung gleich Geradengleichung. Warum ist das wichtig? Wenn wir so vorgehen, haben wir weniger Aufwand, um das Gauß-Verfahren einzusetzen. Rechnerisch einfacher. Ebenengleichung gleich Geradengleichung. Jetzt müssen wir alle Parameter auf der linken Seite haben und alle Zahlen ohne Parameter auf der rechten Seite. Das heißt, hier haben wir ein Parameter t mal 3 minus 1, 1. Deswegen mache ich hier minus t mal 3 minus 1, 1. Und hier habe ich eine Zahl. Ich muss diese Zahl oder diesen Vektor auf die andere Seite bringen. Das mache ich hier. Minus 2, 1, 0. Somit habe ich R mal 0, 2, 1 plus S mal 1, 0, 3 minus T mal 3 minus 1, 1 gleich 1, 0, 2. Minus 2, 1, 0. Nun habe ich alle Parameter R, S und T auf der linken Seite und die Vektoren ohne Parameter auf der rechten Seite. Genauso musst du vorgehen, damit wir so schnell wie möglich den Schnittpunkt finden. Und ganz wichtig, dass T, also der Parameter, der zu der Geradengleichung gehört, nach den Parameter von der Ebene steht. Zum Beispiel zuerst die Parameter von der Ebene und danach kommt der Parameter von der Geradengleichung, damit wir rechnerisch schneller vorgehen. So, normalerweise ist es so. Nun brauche ich, hier kann ich jetzt zusammenfassen. Dann habe ich hier unverändert, schreibe ich hier hin. Und hier haben wir 1 minus 2. Minus 1. 0 minus 1, minus 1. 2 minus 0, 2. Und nun habe ich hier R, S und minus T. Hier brauche ich immer plus T mal irgendwas. Damit wir hier plus haben und kein Minus, multipliziere ich diesen Vektor mit minus 1, damit hier plus steht. Das heißt, ich gebe diesem Vektor das Minuszeichen. Somit habe ich hier
3 mal minus 1 minus 3. Minus 1 mal minus 1 plus 1 und 1 mal minus 1 minus 1. Alle drei Elemente mal minus 1 machen. Und somit haben wir hier plus. Jetzt haben wir die richtige Form. So, diese Form brauchen wir. Daraus lässt sich ein Matrix bilden. So, 3 mal 3 Matrix. 0, 2, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 3, 1, 0, 3, minus 1, minus 3, 1, minus 1, so, mal R, S und T übereinander schreiben, R, S und T, gleich minus 1, minus 1, 2. So. Diese Form findest du wieder hier. So. Nun setzen wir das Gauss-Verfahren ein, um diese Gleichung aufzulösen. Das heißt, wir müssen, das heißt, alle Elemente unterhalb dieser Linie müssen zu 0 werden. Das heißt, da für 2 muss 0 stehen, für 1 muss 0 stehen, für 3 muss auch 0 stehen. So, zuerst hier zu 0 machen. 1, da müssen wir 0 haben. Das Gauss-Verfahren habe ich auch in 2 und in 3 Videos ausführlich erklärt. Wie kriege ich hier 0? Ich kann die zweite Zeile mal minus 1 halb machen und danach mit der dritten Zeile addieren. 2 mal minus 1 halb, minus 1. Minus 1 plus 1, 0. Somit haben wir hier 0. 0 mal minus 1 halb, 0. 0 plus 3, 3. 1 mal minus 1 halb, minus 1 halb, minus 1 halb, minus 1, minus 3 halb. R und S und T unverändert. Minus 1 mal minus 1 halb, plus 1 halb, plus 1 halb, plus 2, plus 2 halb oder 5 halb. Als nächstes müssen wir hier 0 haben. So, wie kriege ich hier 0? Ich kann die erste Zeile mal minus 3 machen und dann mit der dritten Zeile addieren. 0 mal minus 3, 0. 0 plus 0, 0. 1 mal minus 3, minus 3. Minus 3 plus 3, 0. Somit steht hier 0. Minus 3 mal minus 3 plus 9. Plus 9 minus 3 halb, 15 halb. Minus 1 mal minus 3 plus 3. Plus 3 plus 5 halb, 11 halb. So, jetzt kann ich die dritte Zeile. Nun kann ich die dritte Zeile durch 15 halb teilen, damit hier 1 steht. 0 geteilt durch 15 halb, 0. 0 geteilt durch 15 halb, 0. 15 halb geteilt durch 15 halb, 1. Somit haben wir hier 1. 11 halb geteilt durch 15 halb, 11 15. Und das bedeutet, haben wir hier 0, 0 und 1. Jetzt können wir den Wert von t ausrechnen. Das heißt 0 mal r, 0 mal r, plus 0 mal s, 0 mal s, plus 1 mal t, also plus t, gleich 11 15. 0 mal r gleich 0, 0 mal s gleich 0, also t ist gleich 11 15. T ist gleich 11 15, komme ich hier oben. Hier ist die Geradengleichung. Das bedeutet, x1 ist gleich 1 plus 3 mal t. x2 ist gleich 0 plus minus 1 mal t, also 0 minus t, also minus t. Und x3 ist gleich 2 plus 1 mal t, also 2 plus t. Und t ist gleich 11 15. Setzen wir hier ein, für t setze ich ein, also x1 ist gleich 1 plus 3 mal 11 15, x2 ist gleich minus 11 15 und x3 gleich 2 plus 11 15. Zusammengefasst x1, x2 und x3.
Jetzt haben wir den Schnittpunkt gefunden. Warum haben wir zuerst die Ebenengleichung und danach die Geradengleichung gehabt? Damit wir hier mit dem Gauss-Verfahren sehr einfach den Wert von t bestimmen. Wir brauchen die Werte von r und s nicht zu bestimmen. Warum? Weil wir einfach in die Geradengleichung, wenn wir den Wert von t haben, können wir in die Geradengleichung einsetzen, um den Schnittpunkt zu finden. Und das heißt, wenn wir mit dem Gauss-Verfahren weitermachen, kriegen wir auch die Werte von r und s, beide. Und dann können wir hier einsetzen für r und s und hier zusammenfassen, bekommen wir natürlich wieder diese Werte. Aber es ist einfacher, dass wenn man den Wert von dem Parameter t bestimmt, um sofort den Schnittpunkt zu finden. Das kann sein, dass die Aufgabe so aufgestellt ist, wir haben die Ebenengleichung in Koordinatenform. Das heißt, wir haben x1, x2 und x3 in der Ebenengleichung und keine r und s. Du kannst natürlich diese Form auf diese Form bringen und dann mit dieser Form weitermachen. Ohne Gauss-Verfahren. Das kannst du auch machen. Diese Form ist natürlich immer einfacher. Du hast natürlich die Koordinaten von der Geraden g. x1, x-Vektor steht für x1, x2 und x3. Wie gesagt, x1 ist gleich 1 plus 3 mal t. x2 ist gleich minus t und x3 ist gleich 2 plus 1 mal t, also 2 plus t, das haben wir gehabt. Also die Werte von der Geradengleichung x1, x2 und x3 setze ich in die Ebenengleichung ein. Das heißt, dann haben wir 6 mal x1, 6 mal x1 plus x2 plus x2 plus minus t minus 2 mal x3 minus 2 mal x3 gleich 13. Jetzt, wenn ich hier ausmultipliziere, zum Beispiel 6 mal 1, 6 mal 3t, also dann haben wir 6 plus 18t plus minus t, dann haben wir minus t, minus 2 mal 2, minus 4, minus 2 mal t, minus 2t ist gleich 13, fasse ich zusammen, 18t minus 2t minus 1t, also dann haben wir 15t gleich 6 minus 4 sind 2, 2 plus 15t ist gleich 13, mache ich minus 2, dann haben wir 15t ist gleich 11 geteilt durch 15, dann t ist gleich 11 15. Den Wert haben wir auch mit dem Gauss-Verfahren gehabt. T gleich 11 15 setze ich hier für t ein und bestimme ich wieder den Schnittpunkt x1, x2 und x3. Dann haben wir Schnittpunkt S mit den Koordinaten 16 Fünftel minus 11 15 und 41 15. So. Okay, sehr gut. Das kann aber auch vorkommen, dass wir keinen Schnittpunkt haben. Was passiert hier? Wenn wir hier keinen Schnittpunkt haben, haben wir in der letzten Zeile hier so eine Möglichkeit. Hier haben wir hier zum Beispiel 0, 1, minus 3, 2, 0, 1 und 0, 0, 1. Hier haben wir 0 und hier haben wir eine Zahl zum Beispiel, 11, 15. In diesem Fall, wenn wir hier drei Nuller haben und hier eine Zahl, bedeutet 0 ist gleich 11 15. Und das ist ein falsches Ergebnis. Deswegen haben wir keinen Schnittpunkt in diesem Fall. Das heißt, die Gerade und Ebene verlaufen parallel. Das kann aber auch vorkommen, dass die Gerade in der Ebene liegt. Was passiert, wenn die Gerade in der Ebene liegt? Wenn die Gerade in der Ebene liegt, haben wir ein wahres Ergebnis. Das heißt, für 11 15 steht 0. Alles 0. Eine Zeile nur 0. In diesem Fall bedeutet 0 auf dieser Seite gleich 0 auf der anderen Seite. 0 ist gleich 0, wahres Ergebnis. Es gibt viele Schnittpunkte. Und wenn viele Schnittpunkte, wenn eine Gerade und eine Ebene viele Schnittpunkte haben, bedeutet, Gerade liegt in der Ebene.
Fertig. Die zwei Möglichkeiten gibt es hier. Und bei der Koordinatenform kann auch so vorkommen, dass wir ein wahres Ergebnis haben, zum Beispiel 13 gleich 13. In diesem Fall haben wir viele Möglichkeiten, kein t. Oder wir haben ein falsches Ergebnis, zum Beispiel 4 ist gleich 13. In diesem Fall verlaufen die Ebene und Gerade parallel. Und hier in diesem Fall liegt die Gerade in der Ebene. Das heißt, der Parameter t ist in diesen zwei Fällen nicht vorhanden. Hier haben wir ein wahres Ergebnis, hier haben wir ein falsches Ergebnis. Gut, ich hoffe, dass du nun in der Lage bist, die Lagebeziehung zweier Geraden, eine Gerade und eine Ebene zu bestimmen und auch Schnittpunkt. Es gibt auch Schnittwinkel. Dazu gibt es auch mehrere Videos auf arianakademie.com. Falls du Fragen hast, kannst du unter jedem Video kommentieren. Viel Spaß, vor allem viel Glück und gesund bleiben. Alles Gute, alles Beste. Tschüss.